Wenn du mich jetzt so live fragst, wir haben hohen Besuch, Freunde. Hohen Besuch aus dem Hause Ultimate. Ihr seht, er ist auch ein gefragter Mann. Wir haben Peter Großkopf, dich selbst. Ich selbst, ja. Wie geht's dir? Heute mal ohne Kind. Heute? Was für eine legendäre Folge. Ihr erinnert euch, auf dem YouTube-Video wurde das, aber ging gut, ne? Das ging wirklich sehr, sehr gut. Inzwischen krabbelt er durch die Gegend und zieht sich an allem hoch. Also das heißt, was für eine Evolution. In Zukunft wäre es halt wie keine unteilbare Aufmerksamkeit, die ich hätte, wenn ich gleichzeitig auf ihn aufpasse. Aber ja, das war echt eine gute Folge. Es war richtig gut. Das ist, glaube ich, bei uns auch das meistgeschaute YouTube-Video auf dem Kanal. Also, glaube ich, fast 500 Leute haben sich das auf Video reingezogen und dann nochmal so 300, 400 Leute streamen Minimum. Also, war eine gute Folge. Das Thema scheint relevant zu sein. DeFi mit Ultimate. Peter, gibt's Updates so? Was geht gerade bei euch? Ja, also wir entwickeln uns auf jeden Fall ganz gut. Ich meine, halt, wenn man irgendwie bedenkt, wir machen es ja jetzt seit etwas mehr als einem Jahr und fühlt sich irgendwie an, als wären es irgendwie schon irgendwie 5 Jahre, aber das heißt, da ist halt einfach unheimlich viel passiert, sind jetzt wie 30 Leute und gehen vor allem jetzt halt auf die Zielgerade. Also wir haben ja eine Waitlist geschaltet, irgendwie 480.000 Leute haben sich da registriert, was schon echt Wahnsinn ist. Und wir haben jetzt angefangen, die ersten Leute eben halt von der Waitlist zu onboarden und um nochmal zusätzliches Feedback zu bekommen. So sind jetzt hatten wir auch schon mehrere tausend Leute, die das Produkt nutzen und uns Feedback gegeben haben. Und bisher sieht es ganz gut aus. Und insofern, also wenn das Feedback gut ist, dann ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, um irgendwann zu launchen. Und das wird wahrscheinlich auch eher kürzerer als längerer Zeit. So nice. Also gibt es schon eine Timeline, so wann ihr live gehen möchtet oder was die Roadmap angeht? Also wie gesagt, es sind eher Wochen als Monate. Ja. Okay, aufregend. Und was wird der erste Use Case nochmal sein, so für die keine Ahnung haben, was ihr macht mit Ultimate so? Genau, also ich meine, der erste Punkt ist natürlich, sich ein Wallet runterzuladen und sich quasi das Konto auf der Blockchain zu eröffnen. Also halt, wir sind ja ein sogenanntes Non-Custodial Wallet. Das heißt, der Nutzer kann sich halt eben so einen Private Key generieren und den dann halt entsprechend sichern. Ja, also zum Beispiel halt irgendwie eine iCloud entsprechend halt hochladen und sichern. Das ist ja so der erste Schritt, sich sozusagen so den Account zu machen. Und dann ist es natürlich halt erstmal grundsätzlich halt ein Wallet, mit dem man alles machen kann, also halt Transaktionen tätigen. Man kann Geld einzahlen, also halt eben über Moonpay entsprechend halt irgendwie auch Euro einzahlen. Und Moonpay scheint beliebt zu sein, ne, als Schnittstelle. Ja, ich meine, man muss sagen, es gibt nicht wahnsinnig viele Services. Also es gibt halt Ramp und es gibt Moonpay. Das sind halt eigentlich so die großen. Inzwischen bietet es, glaube ich, auch sogar FTX an, halt irgendwie als ein Service. Ich glaube auch sogar Stripe irgendwie in den USA. Also so die Landscape an Onboarding, also so Fiat-Gateways wird halt auf jeden Fall größer, aber ist halt auch notwendig, weil das ist ja so das notwendige Übel, um in Krypto reinzukommen. Also halt erstmal sich sozusagen das Wallet zu eröffnen und dann halt eben halt erstmal das aufzuladen irgendwie mit Geld oder mit Kryptos. Und das ist so der erste Schritt, also den man eben halt auch bei uns machen kann. Und dann haben wir halt eben verschiedene Protokolle bei uns direkt integriert. Also so die Idee ist ja halt so eine User Experience eines Coinbase zu schaffen, nur dass halt eben sozusagen jede Funktion, jede Komponente von unserer App halt eben halt von unterschiedlichen Providern, also sozusagen so eben halt dezentral erbracht wird. Also dass man halt zum Beispiel staken kann über Lido, dass man auf einem dezentralen Exchange dann halt eben auch traden kann. So diese Funktionen sind dann eben bei uns fest integriert. Ich bin so gespannt, wenn das live geht und bin auch schon ganz ganz gespannt auf der Waitlist. Jetzt, gibt es so aktuell bei dir News oder Themen, die top of mind sind? Also ich habe gesehen, Funding-Runde auch disclosed, oder war das vor 3-4 Wochen oder so? Genau, congrats. Genau, ja, diese paar Wochen. Big, also kannst du noch mal die Details sharen? Was sind so, was war ja, es ist meine, die Hard Facts? Auch so ein bisschen gegen den Trend, muss man sagen, ne? Also wir sind halt auch echt mega happy, dass wir jetzt halt in schwierigen Zeiten halt eben halt auch noch eine Series A Runde geclosed haben. Glaube ich, hatten wir auch relativ untypisch, dass man eine Series A Pre-Product, also vorm Go Live macht. Aber wir haben es halt eben hinbekommen und haben halt vor allem halt eben halt auch einen super Investor jetzt an Bord. Also Lightspeed ist ja wirklich so Triple A Investor aus San Francisco und eben halt auch ein entsprechend großer Fonds. Ich meine, unsere Planung ist natürlich halt erstmal,
darüber, dem halt auch einen Footprint in den USA zu bekommen. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie so durch Börse Stuttgart und Solaris Bank und Co. sind wir in Europa und in Deutschland, in der Dachregion, ja sehr bekannt. Aber in den USA kennt keiner Solaris Bank, ja. Und da ist halt eben halt unsere Hoffnung, dass wir halt eben halt, wie eben halt auch gerade mit einem Investor aus den USA, dann halt eben so die Regionen außerhalb von Europa einfacher dann auch abdecken können. Weil Ultimate ist nicht auf Dach beschränkt, sondern ihr geht global. Genau, richtig. Also das ist ja halt auch die, also das eigentlich so das Schöne an so einem Non-Custodial-Business. Also man ist ja nicht an irgendwelche Regularien gebunden. Also es ist, weil wir übernehmen ja keine Verwahrung, hatten wir als Service. Also das wäre ja in Deutschland, hatten wir auch ein regulierter Tatbestand und nach MiCA, also wenn es jetzt in Europa die Harmonisierung der Regulatorik kommt, ist das ja dann halt auch eben ein auch in Europa ein regulierter Tatbestand. Aber dem Non-Custodial, also ich vergleiche das ja halt immer mit dem Portemonnaie in der Hosentasche. Ja, also der Produzent irgendwie von so einem Lederportemonnaie braucht keine Banklizenz. Ja, also hatten wir aber auch ganz, und der wird vermutlich auch nie eine Banklizenz benötigen, weil er halt eben keine regulierte Tätigkeit ausführt. Und so ist es halt eben bei uns auch. Also halt das, man eröffnet sich halt eben das Konto, wir geben den Menschen die Möglichkeit, quasi ihre Werte selbst zu verwalten. Und aber der Private Key bleibt halt immer in User-Hand irgendwie und wir sehen den zu keinem Zeitpunkt und das ist bei Design so. Gibt es gerade politisch, weil ich weiß, dass ja auch du in diesen Kreisen sehr aktiv bist, gibt es da News, Regulierungen oder wie empfindest du gerade so das Sentiment aus der EU oder auch global hinsichtlich Web3, Krypto, NFTs? Ja, also ich glaube, Web3 ist halt schon Thema. NFT ist natürlich auch ein Riesenthema. Ich habe gestern auf einer Veranstaltung in Frankfurt gesprochen und mich dann im Nachgang irgendwie eine bestimmte Stunde mit einem Mitarbeiter der EZB unterhalten. Und der war zum Beispiel halt wirklich so richtig 100% dafür, dass die NFTs eben halt auch in die MiCA reingehören sollten. Wo ich dann eben halt gesagt habe, so okay, ich kann es irgendwo so verstehen, wenn es jetzt halt irgendwie ein Asset ist, irgendwie was ich trade, habe ich halt irgendwie noch einigermaßen Verständnis dafür. Aber NFT kann halt so viel anderes sein. Ja, es ist halt irgendwie quasi so wie ja IMAP, ja. Also kannst du halt auch für 100 verschiedene Sachen nutzen oder HTTP. Und deswegen so eine Grundlagentechnologie halt einfach so quasi mit Catch-all irgendwie zu regulieren. Ich glaube, das hilft halt nicht weiter. Aber ich meine, wir wollen ja halt auch eine Umgebung hier haben, wie wir die Innovation fördert. Und wenn man jetzt halt einfach sagt, okay, alles, was irgendwie ein NFT sein kann, ist jetzt irgendwie sofort reguliert. Irgendwie wäre, würde, glaube ich, halt nicht zum Ziel führen. Wird zu schnell auch abgestempelt zum Teil schon. Got it. Sonst irgendwelche noch eine News oder so, die dir gerade vorschwebt oder irgendwas, was top of mind ist? Wie fühlst du dich ja hier auf der Konferenz? Wie ist die Experience? Super cool, auf jeden Fall. Also auch hier eure W3 Vision, also kommt ja echt richtig gut an. Also ist mega viele Leute. Ne? Kommt auch verglichen mit der E-Commerce Stage. Ja, oder die Startup Stage. Ja, genau. Ist halt auf jeden Fall. Da war, als ich da vorhin vorbeigelaufen bin, nicht so viel los. Und war richtig, richtig cool. Und ich meine, ich finde ja auch gerade so Veranstaltungen cool, irgendwie, wo man so ein bisschen so aus der Bubble rauskommt. Ja, ich meine, hier laufen halt super viele Marketing-Leute rum und auch so ein bisschen eine ganze Reihe irgendwie auch Freunde sozusagen aus meinem vorherigen Leben, also aus meinem vorherigen Leben, bevor ich irgendwie Banker irgendwie geworden bin. Und deswegen hat hier jetzt schon tierisch viele Leute halt einfach so im Flur irgendwie getroffen, so halt eben aus verschiedenen Positionen, auch so teilweise damals aus Münster irgendwie einige Leute und so, also richtig, richtig cool. Und ja, und ich meine, es geht halt eben darum, halt irgendwie das Thema Web3 und DeFi jetzt halt auch stärker in die Breite zu tragen. Insofern auch cool, dass wir hier sprechen durften. Und schön, dass ihr dabei seid. Und halt ansonsten, ich meine, Top of Mind ist halt sicherlich für mich halt nach wie vor der Merch, ne, irgendwie von letzter Woche. Also einfach wahnsinnig cool, dass halt da alles gut gelaufen ist. Und vor allem halt eben hatten wir auch, dass jetzt halt eben so die zweitgrößte Chain, dass sie jetzt halt eben energieeffizienter unterwegs ist. Ich glaube halt einfach, dass das halt eben halt irgendwie auch nochmal dazu beitragen wird, einfach Krypto quasi zu mehr Leuten nach Hause zu bringen, weil so jetzt so dieses Klimakiller-Totschlagargument, was man ja doch irgendwie in der öffentlichen Meinung häufig hört, dann jetzt halt einfach eben nicht mehr zutrifft und sondern eher so wirklich halt das Gegenteil. Also er hat auch letzte Woche einen Beitrag hat mir auch darüber veröffentlicht, wo ich halt den Vergleich angestellt habe. Wenn man überlegt, es gibt irgendwie 1500 Banken in Deutschland und 5000 in Europa, wenn die jetzt sozusagen halt irgendwie ihre sozusagen Account-Logik, ja, also halt irgendwie sozusagen die Kontoführung und halt eben SEPA und SWIFT jetzt halt einfach alle über eine globale
Infrastruktur abwickeln könnten, wie zum Beispiel Ethereum, dann würden wir halt irgendwie allein in Deutschland 1500 Rechenzentren halt einsparen können. Und zwar halt, und das der Energie, die Energieersparnis, die daraus resultieren kann, dass wir halt aber eben so permissionless public Blockchains benutzen, ist halt einfach auch massiv irgendwie. Und das, ja, deswegen ist es halt auch top of mind, crazy, weil sozusagen so, das muss, müssen halt einfach auch eben halt mehr Leute erfahren, weil eben jetzt Ethereum Blockchain ist halt eben jetzt kein Klimakiller mehr, sondern vielleicht auch sogar halt ein Ausweg halt irgendwie, dass wir halt irgendwie jetzt hier nicht in die Klimakatastrophe in 50 Jahren reinlaufen, weil wir halt einfach die Infrastruktur teilen können. Und du bist optimistisch, dass dass es auch sogar so ein globales Netzwerk geben könnte, oder glaubst du, da wird die alte Welt krass auch in den Weg stehen? Naja, also ich meine halt, also natürlich gibt es halt auch immer mehrere Zukünfte, also halt irgendwie so die von mir geschilderte Zukunft ist die, an die ich glaube. Sicherlich halt auch alles sehr langfristig, also 10, 20 Jahre wird's wahrscheinlich halt irgendwie auch dauern, bis es halt überall angekommen ist, aber ich meine, auch wieder der Vergleich mit dem Internet, ne? Also hatte mir das halt auch 15 Jahre gedauert, bis halt so die ersten irgendwie Katalog-Einkaufsunternehmen halt irgendwie pleite gegangen sind, irgendwie weil sie halt nicht auf den Zug aufgesprungen sind. Also ich glaube halt irgendwie so die Disruption, die wird halt einfach so seine Zeit dauern, aber sie wird kommen. Umso dankbarer bin ich für Pioniere wie dich, Peter, die eben auch solche Projekte vorantreiben und auch im Austausch sind mit eben dieser alten Welt, weil sonst ist das nicht möglich. Habt ihr mit Ultimate irgendwie hier groß noch mal eine Experience aufgesetzt, oder was macht ihr? Was machst du hier? Also ich bin jetzt halt für die Vorträge quasi gekommen. Also wir hatten ja so den, also die Keynote mit dann noch eine AMA und nachher ist ja nochmal so dieser Startup-Pitch. Da bin ich ja quasi in der Jury. Sehr geil. Muss mir noch irgendwie so ein bisschen Dieter Bohlen. Guckst du noch ein paar Motivational Videos von DSDS? Irgendwie noch ein paar Dieter Bohlen Sprüche irgendwie runterladen. Genau, das ist dann ja so der Tag heute und halt vor allem halt einfach hier rumlaufen, Leute treffen. Also jetzt sowohl hier bei V3 Vision, aber eben halt auch so die anderen Industrien und Leute, die hier ausstellen, halt eben besuchen. Und morgen haben wir dann noch mal ein paar Termine hier im Rheinland. Genau, dann bin ich auch froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Zurück zum Kind, zurück zur Family. So sieht's aus, ja. GG Peter, geile Mini-Session. Hab mich sehr gefreut, endlich auch in Person. Auf jeden Fall. Und checkt Ultimate aus. Kann man sich noch registrieren, Waitlist oder so? Genau, die Waitlist ist noch offen. Ja, Waitlist, Ultimate Finance und nice one. Cool, alright. Alrighty. Okay. Daniel, wir haben uns gestern zum ersten Mal getroffen. Ja. Ich weiß auch, so einziger Hard Fact, Portfolio Company W3 Fund. Wie geht's dir? Was führt dich hierher? Was machst du auf der V3 Vision? Vielen Dank, ja, ich bin eingeladen worden. Das war positiv, dass wir hoffentlich nicht. Also eigentlich deswegen, weil wir dich darum gebeten haben, bist du nicht. Auch das ist korrekt auf den ersten Blick. Nein, eine super spannende Gelegenheit, Rahmen der Dimexco, das Thema Web3 voranzutreiben. Ich glaube, das ist überfällig. Wir haben es heute gesehen, wie voll das war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine andere Stage außerhalb der Mainstage gab, die nur ansatzweise gut besucht war, wie hier die W3 Vision. Also Wahnsinn, Wahnsinns-Event. Total cool. So nice. Und was hast du mit Web3 zu tun? Wie gesagt, genau, wir sind in Podco. Wir arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen zusammen. Bin Daniel, Co-Founder von Joint Bubbles. Wir sind de facto die einfachste Möglichkeit für User mit NFT-Projekten up-to-date zu bleiben. Also bei uns muss niemand mehr im Discord abhängen. Und am Ende die Long-Term-Vision ist, dass wir halt eine umfassende Community- und Investor-Relations-Plattform bauen und diejenige Plattform sein wollen, die Projekten wieder ermöglicht, vernünftig mit ihre User zu erreichen und Users ermöglicht, irgendwie bei diesem exponentiell wachsenden Informationsgehalt den Überblick zu behalten, wenn es um Web3-Themen, NFTs oder auch andere Web3-Communities geht. Geil, okay, wir stellen auch hier eine fette Ansammlung, nur ganz kurz. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ah, das ist eine Faszination. Wir haben gerade richtig Inception, ist gut. Content. Ich habe mal mit Ethermail auch gequatscht und die sagen so ein bisschen, eben Discord sind unübersichtlich und wir machen so E-Mail for Web3 to Community. Worin unterscheidet ihr euch zu zum Beispiel dem Ansatz? Oder wie würdest du euch so für die Dummies auch nochmal erklären? Wir sind Protokoll- und Kommunikationskanal agnostisch. Das heißt, wir gehen dahin, wo die User heute sind. Also bei uns bekommst du zum Beispiel einmal am Tag einen personalisierten Newsletter mit strukturierten, aggregierten Discord-Announcements zu all deinen NFT-Projekten, die du selbst auf der Watchlist gesetzt hast. Das Ganze können wir auch per Text machen, das kannst du bei uns in der App machen.
im Gegensatz zu Ethermail haben wir nicht den Anspruch auf eine bestimmte Art von Kommunikationsprotokoll, in dem zwar On-Chain Wallet-to-Wallet Communication zu setzen. Wir finden das total spannend, unterhalten uns auch mit anderen, also XMTP beispielsweise, andere Protokolle in dem Kontext. Ich glaube, es ist völlig klar, dass ab einem gewissen Zeitpunkt Wallet-to-Wallet Communication ein gewisser Marktstandard wird. Und für uns ist es, wir verstehen uns als Informationsaggregator, der eigentlich on top sitzt. Also uns ist die Art, wie wir die Informationen an die User bringen, relativ gleich. Und da, wie gesagt, wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn man so sagen möchte, das auch per ganz konventioneller E-Mail zu machen. Wir nennen das Daily E-Mail Recap, böse Zungen würden das Newsletter nennen. Aber was denkst du, was haben wir für Daily Opening Rates auf dem Newsletter momentan? Also ich kenne ja so ein bisschen die Industry Standards oder so die Ziele und dann sagen mich so, okay, wenn du über 50% Opening Rate hast, dann ist gut. Dann hast du einen Newsletter, der funktioniert, die Leute mögen den, jetzt musst du nur noch wachsen und diese 50% plus beibehalten. Ich würde sagen so 50-60%. Wir sind bei fast 70%. Stark. Daily Opening Rate. Und das bei einer wirklich anspruchsvollen, also wir sind momentan im Private Beta. Ja. Das ist durchaus eine anspruchsvolle Klientel, aber es sind vor allen Dingen auch schon, wir haben sogenannte Launch Partnerships mit unterschiedlichen NFT-Projekten und selbst, also Beta-User, die wir dann nicht mehr ausgewählt oder aktiv gefragt haben, fallen offenbar darunter. Also unter einer Product-Market-Fit-Perspektive scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein. Und das heißt, wo kommt denn auch die Blockchain-Technology wirklich zum Zuge? Weil so eben böse Zungen sagen, das ist ein Newsletter, ein Daily Newsletter gerade. Was ist der Web3-Use-Case? Für uns, wir haben natürlich im Backend eine Wallet Connect-Anbindung, sodass du dich direkt verbinden kannst und wir schauen können, dir vorschlagen können, über welche Projekte du up-to-date gehalten werden möchtest. Künftig in der Tat, Wallet-to-Wallet-Communication ist für uns ein spannendes Thema. Da wollen wir gerne diejenigen sein, die reinfunken. Wir haben eine API-Lösung, an der wir arbeiten für Wallets. Also wir sprechen mit dem Gnosis Safe, wir sprechen mit anderen Wallets, sodass wir in der Lage sind, direkt in die Wallets unsere News zu funken, durch die API heraus, sodass die Leute nicht zwingend auf Bubbles abhängen müssen oder per E-Mail. Du siehst, wir haben unterschiedliche Endpunkte, wo User Experience passieren kann. Und egal, wo sie passiert, wollen wir eigentlich sein, entweder durch eigene Lösungen oder indem wir eine API oder halt eine profane E-Mail schicken. Aber am Ende ist die Anbindung an die Wallet beziehungsweise die Wallet-Anbindung bei uns, sodass wir sehen können, was haben die Leute für Assets, was können wir denen vorschlagen, was soll auf die Watchlist. Selbst bei uns, aus einer reinen Protokollperspektive derzeit machen wir, also wir haben keine Wallet-to-Wallet-Communication-Ansatz. Und wie seid ihr dann auch strukturiert? Also ihr seid dann ja auch ein Content-Provider, das heißt, habt ihr auch ein Content-Team in-house? Oder wie balancierst du das Thema Software, Blockchain-Technology-Implementation mit Medienhaus? Das ist eine gute Frage. Also wir würden uns nicht als primärer Content-Provider, wir würden uns als Content-Processor verstehen. Was wir machen ist, wir aggregieren, wir strukturieren, wir kuratieren, aber wir würden zumindest derzeit keinen eigenen Content produzieren. Und das unterscheidet uns vom Content-Providers, unterscheidet uns in anderer Richtung halt von Kommunikationsprotokollen und das unterscheidet uns auch letztlich von Wallets, ja. Das heißt, ihr zieht wirklich auch die ganzen Informationen von anderen Kanälen, nämlich von Discord, von Scrape das Netz, von Blogs. Und ich kann dann als User einfach sagen, ich will von den Brands oder zu diesen Themen einfach geile News und ihr kuratiert das. Korrekt. Und du verpasst nichts mehr. Also wir haben der Co-Founder von Doodles hat uns letztes vor 2-3 Wochen gesagt, Better User. Der hat irgendein Mint, mir fällt leider nicht mehr ein, welcher es war, ein Mint durch uns überhaupt erst mitbekommen. Das hat ihm wahrscheinlich $5,000 bis $10,000 gerettet. Das sind Dinge. Habt ihr ein Testimonial von dem schon auf der Website? Ich meine, Co-Founder Doodles ist mal, das war ein Brocken. Nee, haben wir nicht. Fairer Punkt, wir müssen die Website sowieso überarbeiten, die Landingpage. Aber fairer Punkt, nein. Also, wir haben eine ganze Menge absolute High-End-Beta-User, die ganz tief in der Industrie drin sind. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr, dass die Sample Group noch zu Web3-spezifisch ist. Aber ja, eine ganze Menge davon. Also es ist nicht der einzige in der Gewichtsklasse. Richtig geil. Und was ist so der aktuelle Stand der Company? Also habt ihr schon geraced? Wo geht's hin? Genau, wir sind Pre-Seed gefundet, Angel gefundet, haben gerade angefangen, jetzt eine Seed-Runde zu raisen oder sind gerade dabei, es zu tun. Und genau, wir sitzen, das Team ist
sitzt in zwei Headquartern de facto. Eines ist in Berlin, das andere ist in New York. Co-Founder sitzt in New York, weil der US-amerikanische Markt für uns natürlich wahnsinnig wichtig ist in dem Kontext. Und wir sind live in Private Beta. Einfach mit uns in Kontakt treten, ob das über Twitter, Website oder sonst. Wir sind gerne bereit, neue Beta-User hinzuzufügen. Und launchen quasi jeden Tag oder verkünden jeden Tag ein Launch-Partnership mit ihrem großen Projekt. Also die ASM Brains werden wir jetzt noch bekommen. Wir haben, ich glaube, nächste Woche geht unsere Kollaboration als Launch-Partner mit der Mibits DAO live. Also insofern auf der Partnership-Product-Seite passiert eine ganze Menge. Geil, ich sehe auch schon, hier werden Fotos gemacht von unserem Podcast-Cover. Vielleicht haben wir hier eine neue Zuhörerin gleich für uns dazu gewonnen. Ganz sicher. Sehr geil. Ich wollte das Thema aber nicht darauf shiften. Okay, und was treibt ihr auf der Conference? Was machst du hier so? Bist du einfach nur, machst du Speech? Habt ihr selber eine Experience? Oder? Genau, ich habe heute Morgen hier quasi ein bisschen die Opening Speech nach der eigentlichen Öffnung gehalten. Ein bisschen was zu den Herausforderungen des Community Investment Managements and Relations in Web3 und NFT-Projekten erzählt. Und genau, ansonsten sprechen wir mit Investoren, sprechen mit Partnern, potenziellen Partnern. Das ist für uns einfach sehr spannend zu sehen. Wir haben einen sehr, sehr starken Footprint in den USA und sprechen dort, können auf ein weites Netzwerk zurückgreifen. Jetzt versuchen wir das hier und versuchen auch so ein bisschen die Industrie hier reinzubringen, noch viel, viel stärker. Vorgestern im anderen Podcast gesessen, war auch die Frage, verschläft die deutsche Industrie das eigentlich? Und ich fand das jetzt schwer zu beantwortende Frage, weil zum einen ganz viel IP und Brandpower halt in den USA sitzt und der Markt so groß ist. Das heißt, wenn ich mich mal einmal auf dieses Terrain begebe als Brand und auch die, das Investment mache, mich dann wirklich richtig in Web3 einzulassen, ist es natürlich viel einfacher, das in den USA zu skalieren, weil der Markt so viel größer ist. Aber wenn man sieht, was ihr hier in sehr, sehr kurzer Zeit auf die Beine gestellt habt, bin ich sehr zuversichtlich, was die nächsten 12 Monate in Deutschland und Europa betrifft. Geil. Und jetzt zum Abschluss. Wie kann ich mich für die Beta anmelden? Wo finde ich mehr über das Projekt heraus? Ich will die freshesten, besten News in meiner Inbox täglich. Sehr gerne. Du gehst einfach auf joinbubbles.co, klickst dort auf den Button, dass du schon einen Beta-Code hast und gibst einfach W3 Vision, ein Wort, alles klein geschrieben und dann bist du drin. Anmeldeprozess, Onboarding dauert keine 2 Minuten. Und dann kannst du dir deine Watchlist zusammenstellen und wenn alles glatt geht, kriegst du heute Abend um 22 Uhr die ersten Updates per E-Mail. Was? Eine Utility auch vom Podcast, jetzt kriegt ihr Access zu so einem geilen Tool vor allen anderen. Ja, checkt's aus. joinbubbles.co. C-O, ja. Also mit C. Ja. Also joinbubbles.co. Daniel, hab mich gefreut. Hoffentlich dann nochmal in Zukunft, vielleicht dann nach der erfolgreichen Seed-Runde und dem Public-Alpha-Launch dann nochmal eine Session. Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank. Sauber.